endlich wieder zurück hier im wunderschönen Warnemünde. Es ist so toll, es macht schon wieder richtig Bock zu fotografieren. Ziemlich früh morgens, ich glaube kurz vor 6, aber ich habe da hinten schon so ein paar richtig geile Wolken heute gesehen und die will ich heute mal ablichten, denn die letzten Tage war es doch echt richtig, richtig mieses Wetter und ich glaube, heute wird es echt nochmal ganz gut, bevor die Woche wieder so mies weitergeht, denn ich habe also ein bisschen was vor. Ich will heute nochmal mein liebstes Motiv hier ablichten, nämlich den alten Leuchtturm in Warnemünde. Aber wie gesagt, ich versuche so ein bisschen dramatische Wolken reinzubekommen. Und ich glaube, das könnte echt gut werden. Aber hier mal die ersten Impressionen für euch, wie immer. Viel Spaß damit. Ja, schaut euch mal diese geilen Wolken an. Mega episch. Ich glaube, das wird echt ganz gut werden. Ich kämpfe mich jetzt hier so ein bisschen durch den Strand. Ah, sieht geil aus. Sieht echt gut aus. Ich glaube, das könnte was werden heute. Puh. Oh ja, sehr dramatisch. Sehr dramatisch. Das könnte wieder eines meiner Lieblingsleuchtturmbilder werden. Und ja, dazwischen fahren die Pferden lang. Der grüne Leuchtturm. Schön. Mega, mega cool. Sieht echt schön aus. So, hier habe ich mal meine erste ganz klassische Komposition mir rausgesucht. Den Leuchtturm schön hinter der Düne versteckt so ein bisschen. Den Teepot würde ich gar nicht unbedingt mit drauf bekommen. Und es gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Worauf ich jetzt hier achten würde, ist einfach Folgendes. Und zwar, dass man den Leuchtturm, die Fenster, vielleicht kannst du es erkennen oben, dass die Fenster stehen ja jetzt so leicht nach rechts rüber. Und ich will sie eigentlich eher so aufs Bild zukommen lassen. Das heißt, da müsste ich noch ein bisschen die Position wechseln, müsste ein bisschen rüber gehen. Wahrscheinlich eher so in diese Richtung gehen. Und dann könnte ich von dort rüber fotografieren, dann quasi zum Leuchtturm, so dass die Fenster eher zu mir schauen, also ins Bild hinein. Das mache ich gleich nochmal. Dazu kann man hier zwischen die Dünen laufen. Immer so ein bisschen gucken, dass man nicht auf die Dünengräser rauftritt, ist ganz wichtig. Das wäre ziemlich uncool. Aber schau dir das mal an, wie geil die Wolken aussehen. Ist mega cool. Sieht echt mega gut aus, weil die so schön tief hängen auch. Kann man schön sehen. Und hier mache ich gleich nochmal so ein bisschen lange Brennweite durchs Dünengras durch und nochmal den grünen Leuchtturm auf jeden Fall mitnehmen. Und nachher lasse ich nochmal ganz kurz die Drohne einmal steigen, damit wir das Spektakel von oben nochmal uns anschauen können. Das Zeitfenster ist, glaube ich, nicht ganz so lang. Laut Wetterbericht sieht es nicht ganz so gut aus mit dem Wetter nachher. Ich denke mal, sobald die Sonne hoch ist gleich, in ein paar Minuten, dann habe ich vielleicht nur so 20 Minuten oder sowas und dann ist es, glaube ich, auch schon vorbei, das Spektakel. Aber das ist genau das Wetter, was ich so liebe, was ich so richtig geil finde, so im Frühjahr. Ist doch so ein bisschen kalt, aber auch nicht so richtig und man weiß immer nicht so richtig, was einen erwartet. Aber es sieht echt immer wieder schön aus, finde ich. Und kann ich wirklich nur empfehlen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz cooler Spot hier und auch super einfach zu erreichen. Super einfach zu fotografieren. Super dankbares Motiv auch, wie ich finde. Also von daher kann ich jedem Warnemünde-Fan, Ostsee-Fan nur empfehlen, der mal hier ist, hierher zu kommen zum Warnemünder Leuchtturm und sich das Motiv auf jeden Fall nicht entgehen zu lassen. Ja, hier mal die nächste Möglichkeit zum Fotografieren. Also vom Prinzip her der gleiche Bildaufbau. Ich zeige das hier am besten mal an der Kamera. Kannst du schon erkennen, hier vorne habe ich so das Dünengras, was quasi als führende Linie zum Leuchtturm hinführt. Jetzt haben wir hinten sehr schöne dramatische Wolken, die den Leuchtturm so ein bisschen unterstützen. Oben drüber haben wir so ein paar Möwen. Da mein Tipp, entweder eine ganz lange Verschlusszeit nehmen, um erstmal das Bild komplett scharf zu bekommen von vorn bis hinten, weil jetzt ist es noch ein bisschen dunkel, auch wenn es jetzt auf dem also Videobild jetzt hier ein bisschen heller aussieht. Und dann nochmal die Möwen könnte man dann, wenn man möchte, einfach mal so ein bisschen einfrieren, indem man eben eine ganz kurze Verschlusszeit benutzt. Aber ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Hier versuche ich so ein bisschen eine Freistellung hinzubekommen. Ich bin jetzt bei Blende 9, habe den ISO auf 250 hochgeschraubt, so dass ich eine Verschlusszeit von 1/3 bekomme. Belichtungskorrektur ist plus minus 0. Ich achte hier ganz, ganz stark aufs Histogramm, weil ich einfach alle, sage ich mal, Dinge brauche, die das Bild mir hergibt. Also eben den Dynamikumfang, den ich brauche, eben die Kontraste und eben die Helligkeitsunterschiede kann man ganz gut erkennen. Ich will nicht, dass mir das nachher hier ausbrennt zum Beispiel.
Und ja, das Dünengras bewegt sich jetzt hier leider. Ist noch zu dunkel, um das quasi einzufrieren, um es scharf abzubilden zu können. Aber schau dir mal die Wolken an, wie krass das aussieht. Schöne, dunkle Wolken, schön mystisch, wie ich finde. Und das zieht sich hier über den ganzen Strand entlang, auch hier hinten. Jetzt kann ich so ein bisschen nachvollziehen, was die Stormchaser ja, für Glücksmomente haben anscheinend. Das sieht schon ziemlich cool aus. Und kann man ganz gut erkennen im Hintergrund vielleicht der Leuchtturm, der grüne Leuchtturm. Der ist heute nicht ganz so cool, weil da hinten einfach diese Schiffe rumfahren. Ich mag das immer nicht so, wenn hinter dem Leuchtturm so Störer drin sind und die baggern da hinten irgendwie was aus, die Fahrrinne oder sowas, schon seit Wochen irgendwie. Deswegen finde ich es nicht ganz so sexy. Auch da drüben haben wir sehr, sehr viele Frachter, die da rumfahren und Schiffe. Also von daher leider nicht ganz so cool, aber wie gesagt, hinten der rote Leuchtturm, die Ostmole, sieht schon ziemlich geil aus. Und schaut euch mal die Wolken an, das sieht wirklich echt mega, 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 mega gut aus. Ich bin super happy. Komposition in der Landschaftsfotografie findet und aufbaut, dann empfehle ich dir mein E-Book mit mehr als 100 Bildbeispielen, Tipps und Tricks zum Bildaufbau, allen Informationen zu den Punkten Licht und Schatten, visueller Bildfluss, Framing und vielen, vielen, vielen weiteren wichtigen Themen. Ein Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Hier vielleicht nochmal ein ganz gutes Beispiel zum Thema Fokussieren. Und jetzt kann man hier ganz gut erkennen, ich habe jetzt hier das Dünengras wieder im Vordergrund, will wieder den Leuchtturm logischerweise einmal ablichten. Und ich könnte jetzt Folgendes machen. Ich bin jetzt hier erstmal im Burst-Modus, also in der Serienbildaufnahme, weil ich natürlich versuchen möchte, den Leuchtturm scharf abzubilden. Aber das könnt ihr jetzt vielleicht gleich mal erkennen. Ich gehe hier mal in das Bild rein. Und ich habe jetzt hier folgendes Problem, das kann man glaube ich ganz gut erkennen. Das Dünengras verdeckt so ein bisschen den Leuchtturm. Und das kann dazu führen, dass einfach der Fokuspunkt, den ich jetzt hier angesetzt habe, eben auf das Gras vorne scharf stellt und eben nicht auf den Leuchtturm. Und den will ich ja scharf bekommen. Das kann man ganz gut erkennen. Das bewegt sich die ganze Zeit, das Dünengras. Das ist auch okay. Ich will damit Dynamik zeigen. Aber was ich jetzt machen kann, ist Folgendes. Ich kann jetzt hier einfach ganz normal in die manuelle Fokussierung reingehen und könnte quasi dann einfach vorne am Objektiv sozusagen einmal scharf stellen und kann dann sozusagen auf den Leuchtturm einmal hinten scharf stellen und mir die Schärfe quasi reinziehen. Wichtiger Punkt dabei ist einfach zu gucken, dass man so ein bisschen vor das Unendlichkeitszeichen kommt an der Kamera, dass man quasi so fokussiert, dass das nachher auch wirklich scharf ist und dazu am besten immer so ein bisschen reinzoomen, dass man dann quasi auch das Bild logischerweise auch scharf bekommt, weil sonst wäre das Ganze natürlich hinfällig. So, ich gucke jetzt hier mal, genau, das zeige ich jetzt hier mal. Das ist hier ein ganz gutes Beispiel jetzt. Ich gehe mal ein bisschen weiter rein in das Bild. Und dann ziehe ich mir den Fokus so weit rein. Gehe noch ein bisschen höher hier. Das macht sich ein bisschen schwierig mit einer Hand. So, jetzt ist der Leuchtturm unscharf. Und jetzt ziehe ich mir die Schärfe quasi so lange rein, bis der Leuchtturm wirklich scharf ist. Und das ist meistens, nicht immer, meistens kurz vorm Unendlichkeitszeichen. Wobei hier ist es, bin ich jetzt bei 8 Metern. So. Und Kamera schön stabilisieren. Ich mache ein Bild. Guck mir das Bild wieder an. Und da könnt ihr erkennen, super scharf das Bild. Der Leuchtturm ist super scharf abgebildet worden. Vorne habe ich ein bisschen Unschärfe drin. Das will ich ja auch. Also perfekt. Also darauf ein bisschen achten, wenn ihr fokussiert. Bei solchen Geschichten zumindest. Wenn das schwierig ist und ihr denkt, das Bild ist scharf. Am besten nochmal versichern. Und selbst nochmal schauen, dass ihr einfach versucht, dann eben wahrscheinlich manuell zu fokussieren, damit eben ihr nicht zu Hause nachher beim Sichten der Bilder auf 100% super enttäuscht seid. Also da immer darauf achten, das ist wirklich ganz, ganz wichtig und dann könnt ihr auch ruhigen Gewissens nach Hause fahren.
Ja, wenn das hier was für euch ist, dann kann ich euch natürlich mein Buch empfehlen, und zwar das Fotoabenteuer Warnemünde. Da bekommt ihr nämlich 30 richtig geile Spots hier aus dem Ostseebad. Natürlich ist Erleuchtung dabei, natürlich ist die Ost- und Westmole dabei und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich packe euch hier oben mal in die Beschreibung rein, in die Box hier oben meinen Link. Da könnt ihr gerne mal reingucken, wenn das für euch interessant ist. Und wünsche euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr das Buch dann bestellt. Ja, für mich ist jetzt Zeit, nach Hause zu fahren, wieder meinen ersten Kaffee zu trinken und mich ein bisschen aufzuwärmen. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Daumen nach oben da lässt. Nicht vergessen zu abonnieren und auch gerne zu kommentieren. Und vor allem für alle diejenigen, die meine Videos schauen, aber noch nicht die Abo-Glocke gedrückt haben, gerne jetzt mal machen. Also gerne auf die Glocke drücken unten und dann auf Notification alle einstellen. Dann bekommt ihr auch immer alle Informationen zu den neuesten Videos. Wenn du Lust hast auf 3 kostenfreie Lightroom Presets, dann kann ich dir meinen kostenfreien Newsletter empfehlen. Hier oben in der Infobox findest du weitere Informationen. Da gerne mal reinklicken. Und nach der Anmeldung kannst du sofort die 3 Lightroom Presets kostenfrei nutzen. Ich zeige dir wieder meine 3 Lieblingsbilder vom heutigen Morgen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim eigenen Fotografieren. Geh raus, mach Fotos. Und bis bald, bleib schön gesund. Alles Gute, der Mike. Ciao, ciao.